So, Freunde, was geht? Battlefield 1, es ist wieder soweit. Diese leuchtende 10 hier unten ist nur mehr als verlockend. Dementsprechend werden heute Battle Packs aufgemacht. Es gibt auch eine neue Revision, die Revision 7. Und hier sind auch wieder ein paar leckere Skins dabei. Ich habe ein bisschen was zusammengesammelt. Eins aus der Revision 5 ist heute der übelste Mix. Übrigens, die heißen jetzt Version und nicht mehr Revision. 5 aus der 6er, 3 aus der 7er und das monatliche Premium Battle Pack, also der monatliche legendäre Skin, den ich bekomme. Und traurig aber wahr, ist es wirklich so, dass ja die einzigen legendären Skins, die ich bekomme, sind aus dem monatlichen Premium Battle Pack. Auf geht's, Freunde. Ich fange mit der neuen Revision an und hoffe natürlich hier auf ja königlicher Last. Selbstlaber 19.6 hätte ich gerne. Auf geht's. Meine andere Strategie. Vielleicht funktioniert's ja. Blau. Ja. Die Zulu. Martini Henry in weiß. Mega nice. Okay. Okay, Freunde. Jetzt eins aus der 6er. Ich hätte gerne. Ah, gibt's ja auch einen königlichen Erlass? Nee, das königliche Edikt für die Automatico 1918. Nehme ich. Komm schon, komm schon. Kriege ich jetzt safe auch noch. Nee, wäre aber hart lustig gewesen. MP18 Tarnmaske habe ich auch noch nicht. Wow, ja. Mein erster XP-Boost. Hammer nice. Okay, und jetzt schiebe ich mal das Premium-Battle-Pack dazwischen. Oh, ich brauche das. Ich brauche das jetzt einfach, Freunde. Komm schon, gib es mir. Gib mir das orangene Leuchten. Ja. Oh, herrlich. Oh. Oh, der Tapfere. Ja, tapfer bin ich auf jeden Fall hier beim Battle-Pack aufmachen. Und noch ein XP-Boost. Was ist denn heute los? Inventar hinzufügen. Kann man sich mal gönnen auf jeden Fall. Revision 6. Auf geht's. Komm schon, gib mir was Geiles Graues. Ja? Oh Mann. Och Mann. Och Mann. So, jetzt die 7er. Komm schon. Die 7er hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Da war der coole Martini gehit. Ja, komm schon. Königliches Edikt. Inventar hinzufügen. Nehme ich doch gerne. So, Revision 7. Übrigens, Freunde, hier steht gekauft. Das steht da jetzt da immer, woher man die hat. Aber ich habe mir die natürlich nicht von echt Geld gekauft. Ich habe da natürlich jetzt kein Money reingeballert. Ich habe alte Skins verkauft, damit ich ein paar mehr Battle Packs habe. Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe hier Money rausgeböllert für Battle Packs. Nein, wenn man Skins verkauft, verschrottet und sich davon denn neue Skins holt, dann steht da auch gekauft. Dementsprechend, keine Sorge, das stand im letzten Video ziemlich oft in den Kommentaren von wegen, oh, gekauft, was? Aber nee, ich möchte den Schweden haben. Auf jeden Fall blau. Holy, oh, schon wieder was Weißes. Ich mag die ja. Ich mag hier diese weißen Dinger. Irgendwie hat das was. So, Revision 6. Der Feger. Der Schwede, die Kaiserin. Das sind irgendwie coole Namen. Irgendwie feiere ich die Namen. Aber ich würde es noch mehr feiern. Würde da auch mal was in die Art kommen und nicht nur blau und grau. Aber heute kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren, denn ich habe schon XP-Boosts bekommen. Die Savoia. Holy shit. Habe ich gerade jetzt nochmal gesehen. Möchte ich ja gerne haben, aber ist mir einfach nicht gegönnt. Ist mir einfach nicht gegönnt. Königliches Statut. Ja, ja. Die königlichen Sachen. Immer wieder geil. Komm schon, das letzte, Freunde. Das letzte. Und das Sägezahnmesser-Puzzleteil. Ich brauche immer noch eins. Ich brauche immer noch eins. Dann habe ich das Ding. Komm schon. Komm schon. Es ist mir ohne Scheiß. Oh, die sieht aber nice aus. Hellriegel. Oh, die sieht richtig nice aus. Ich habe einen Hellriegel-Skin, Freunde. Na, da kann ich doch nicht meckern. Ich habe übrigens mein Bartek-Knüppelteil verkauft. Beziehungsweise verschrottet, damit ich mir jetzt nochmal ein Battlepack holen konnte davon. Ja, es fehlt mir immer noch ein Puzzleteil fürs Sägezahnmesser. Freunde. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Zieht ihr auch geilen Scheiß so wie ich? Wahrscheinlich schon, denn mein Unglück ist einfach nicht zu übertreffen. Ich hoffe, euch hat das kleine Battle Pack Opening gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ein Like! Vielen Dank für den heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch selber ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.